Hallo Grabwächter, hier spricht Ustra, es geht weiter mit Kingdom Hearts im Final Mix. Wir waren beim letzten Mal nicht sehr heldenhaft, aber dieses Mal werde ich mein Allerbestes geben, um hier mein Allerbestes zu geben, nämlich in den Vorkämpfen. Regel 95, Konzentration. Konzentration kommt sehr spät, meiner Meinung nach. Sehr spät, aber macht nichts. Beim letzten Mal Vorkämpfen habe ich halt... So, habe ich halt ein bisschen gepennt und geplempert. Das wird mir diesmal nicht passieren. Auch wenn ich natürlich wieder ein bisschen reinkommen muss ins Kampfsystem, weil ihr kennt mich. Ich habe immer so ein Problem mit diesem Gerät hier, mit dem Controller. Gut, zumindest haben wir schon mal diese Idioten erlegt. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken, dass wir die Eistypen wegkriegen. Genau, und jetzt den vielleicht wegkriegen. Ich weiß noch gar nicht, diese ganzen Kombos, die ich eventuell gelernt habe, wie ich die genau einsetzen soll. Ich meine, ich kann Rolle machen. Aber das war's auch schon. Boah, krasser Backflip, Donald. What the fuck? Okay. Nein, ich möchte den nicht. Ich möchte den nicht auto-targeten. Dankeschön. Am besten sollte ich. Okay, am besten sollte ich einfach versuchen, mich immer auf den zu konzentrieren, wo das Auto-Target hingeht. Weil. Oh, come on! Und Donald ist schon mal im. Oh. Donald war schon mal im Argen. Beziehungsweise der ist noch im Argen. Die helfen sich ganz schön krass. Komm schon, lass ihn nicht hinkommen! Sehr gut gemacht! So, dritte Runde, die gerade ein Problem war. Yeah, hab ich selber gemacht. Hab ich selber gemacht! Sehr gut! Du bist besser als ich dachte, Kleiner. Ich wüsste, er könnte das... Ich wünschte, er könnte das sehen. Wer? Herkules, er ist ein Held, falls es je einen gegeben hat. Zu schade, dass er gerade seinen Vater besucht. See ya! Oh, das war gut. Das war ganz gut eigentlich. Oh, Donald! Oh, fuck. Take that! Das war knapp, aber das hat man gut gelöst. Ich mag so... Ich mag so harte Kämpfe eigentlich schon. Und das hier ist eigentlich auch eine harte Gegend, sagt mir. Oh yeah, wieder habe ich den ersten Platz gemacht hier bei unseren dreien. So gehört sich das. Die Blizzards, oh. Thunder. Schade, da hätte ich gerne... Oh mein Gott. Da hätte ich gerne eventuell mit dem Blitz besser getroffen, wenn ich das so sagen darf. Oh mein Gott, ich werde sterben. Okay. Man kann sich ja nicht um alles kümmern, gleichzeitig. Oh Mist, das hat wehgetan. Gut gemacht, Goofy. Oh, du hast mir gerade richtig den Arsch gerettet. Gut gemacht. Ja, da hast du allen Grund zu tanzen. Und den Leuten den Loser zu zeigen, denn das finde ich auch. Yeah! That little punk is your next opponent, okay? I don't blow it, just take him out. The great god of the underworld is afraid of a kid? Sorry, but my contract says... I know! You think I don't know? I wrote the contract! I know it says you're only required to kill Hercules in this tournament. But you gotta fight that kid to get to him! Come on! Du musst da durch! Hey, it's like that old goat says. Rule number 11. It's all just a game. So let loose and have fun with it! I mean, a casualty or two along the way. It's no big deal, right? Jeez. Stiffer than a stiff's bag home. Still, suckers like him are hard to come by. Ich vergesse immer, mich auszuschalten. Das tut mir voll sorry. Oh, ich hab keinen Mana. Ich hab keinen Mana. Ich hab keinen Mana. Ich hab keinen Mana. Kein Mana. Kein Mana, 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 kein Mana. This will
Oh yeah, Potions sind richtig heftig. Ha, ich hatte keinen Mana und ich hatte keine Chance. Doch jetzt habe ich wieder eine Potion und ich bin voll drauf. Komm schon. Ja, ich muss ihn ausgeben, der Satz. Komm. Sehr gut abgewehrt. Komm schon, wir müssen den... Was sollen wir dagegen machen, wenn er... gut gemacht, Goofy. Was sollen wir dagegen machen, wenn er so anrammt? Ich habe keine Ahnung. Ich tue einfach Dinge. Und denke einfach, die Dinge sind die richtigen. Boah, noch mehr Kämpfe. Final Kampf, Cloud. Oh mein Gott. Das ist euer Ernst? Ich bin nach meiner Mama! Ist das best you can do? Hab Maul halten, Cloud! Okay, ja. Alter. Ja, es ist das Beste, was ich... Oh, seine Kombis sind so krass auch. Komm schon. Ich weiß nicht, ob ich seine Angriffe auch so, ob ich seine Angriffe auch so kontern kann, wie er das bei mir macht. Komm, so, dann steh wieder auf. Wir brauchen dich hier. Ich will ihn in eine Attacke locken, damit er zuerst angreift. Ja! Oh mein Gott, da habe ich ihn. Schön! Oh fuck. Oh, knapp. Ja! Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr! Ich hab nichts mehr! Ja, come on, Goofy! Hälfte Leben hat er noch, die Ratte. Ja, in die Attacke reinrennen war clever. Fuck. War so knapp. War so knapp. Bitte mich nicht exekutieren. Voll nett von dir. Oh shit. Kerberus. Oh, right. There was one other rule. I forgot. Accident happened. Ja, Dinge passieren. Ha, dass du sagst es. Kriegst du ihn raus hier, der erste, der vorwegläuft, ist klar. Junge, das war knapp. Das war Kerberos, der Wächter der Unterwelt. Herkules wird bestimmt mit ihm fertig. Allerdings vielleicht auch nicht. Das sieht nicht gut aus. Das ist mir gerade völlig egal, Phil. Ich will nur speichern. Alles andere ist mir gerade völlig wumpus. Hier kann man nichts einkaufen, ne? Eine Mega Potion. That should help. Ich hoffe, Herk ist in Ordnung. Du wirst nicht in die Arena gehen, Kleiner. Das ist kein Spiel. Da wird ernst gemacht. Ich habe keine Angst. Du kannst dann entscheiden, ob ich ein Held bin oder nicht. Sei vorsichtig, Kleiner. Schon okay. Ich krieg das schon hin. I got two words of advice for you. Attack!
Zählen kann er auch nicht, der Phil. Okay, ich weiß nicht genau, wie ich an einen der Köpfe rankomme, genau. Oh Gott! Feuer, ich wollte Shotgun-Eis machen, Nuppidi! Komm schon, krieg ihn! Das war gut! Oh, das war schlecht. Yay, High Potion für alle! Ich weiß nicht ganz genau, was er da immer macht, einfach seine Ecke zu. Hallo, entschuldigen Sie, ich lebe auch noch! Okay, jetzt macht er wieder seine komischen Attacken wahrscheinlich. Ja. Jetzt kommt er runter mit den Köpfen. Ja, natürlich die ganze. Ah. Wow, ein Hubs und Hälfte Leben von Sora weg. Das ist eine ganze Menge Leben, aber kein Grund hier drauf zu gehen. Vielleicht aber auch doch. Ich guck mal gerade nochmal. Abwehrkraft plus ein, um einen Punkt. Das wird schon, ich denke, wir können noch einen Versuch wagen. Es wird schon funktionieren, wenn ich halt ein bisschen vorsichtiger bin. Also, wir machen uns jetzt mal keinen Stress hier. Kann ich das überspringen? Ja. Ich meine, diese Phase ist eigentlich viel ungefährlicher als das andere. Oh mein Gott. Ich hab mich getroffen. Ich hab zweimal nicht getroffen. Oh Gott! Ich meine, das ist Kerberus, der. Oh. Ich will das jetzt nicht so sagen, Goofy, aber. Oh, fuck! Oh, fuck! Okay, jetzt müssen wir wieder von den komischen Feuerbällen ausweichen, das kriegen wir schon hin. Bla, bla! Und dann, wenn wir wieder so weit sind, werden wir wieder mit Eis werfen, das war ganz gut. Das war eigentlich ganz gut da oben. Wir sind vom Level her. Wir sind genauso weit. Oh Gott. Wir sind genauso weit wie gerade. Oh shit! Okay, das war knapp. Ich denke, er hat nach diesem Lebensbalken. Oh mein Gott! F1! Okay, das hat mich. Alter Vater, was der für Wumpen raushaut. Na, dann gehen wir eben wieder weg. Das hat erstmal. Nee, da will ich nicht hin. Ich will doch ins Menü und dann will ich irgendwie in eine Gummijet oder nicht? Oder geht das nicht an? Ich dachte, das geht an jedem Speicherort. Und das ist der einzige, den ich sehe. Oder darf ich hier nicht weg, bevor ich nicht den Kerberus erledigt habe? Den Orus Koberus. Das ist nicht okay. Ich will nicht zum Titelbildschirm.
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Kann ich nicht raus? Goofy, das... Nein, ich möchte nichts teilen. Dankeschön. Goofy! Komm schon! Ah, ist wahrscheinlich gerade, weil es gerade eine gefährliche Situation ist. Kann ich hier nicht weg. Oh oh. Soft, habe ich das Game gesoftlockt? Weil ich mit der Situation nicht rumkomme und wir trotzdem jetzt hier kämpfen müssen. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Das sage ich dir jetzt schon. Tag wert! Das war gut auf dem Kopf. Ich habe keine Items mitgenommen. Voll dunkel. Okay, das könnte also sein, dass ich hier eventuell. Dass ich hier eventuell doch nochmal nachdenken muss über das Ganze. Oh mein Gott! Ich meine, wir kriegen den ja gut runter, wenn man hier mal sieht, wie viel Leben wir eigentlich wegreißen mit einmal kämpfen. Das wird nix. Komm schon! Schattenscheiß, ich seh nix! Ich muss schön um ihn rumlaufen. Dieser Schattenwahnsinn hatte ein Ende. Shit. War nur ein Trugschluss. Der Schattenscheiß hat noch kein Ende. Oh, das ist dieser Schattenscheiß-Zeug. Ich weiß, wo ich hin will. Fuck, oh! Nein! Warum sitze ich denn genau im Kiefer? Nom. Das wird nichts. Das wird überhaupt nichts. Ich krieg so mega auf die Fräse. Ich werde die Abwehrkraft von Sora steigern. Auf geht's! Mit diesem einen Punkt mehr Verteidigungskraft werden wir sicherlich das Ende dieses Kampfes erreichen und wir werden heldenhaft diesen Fauxpas. Stopp mal eben, du machst jetzt deine erste Phase. Wo ich noch nicht genau weiß, was ich hier machen soll. Feuerball, wenn man das tut. Weil der Feuerball wenigstens irgendeine Ecke trifft. Oh ja, da will ich hin. Ah. Komm schon! Was war das? Okay, wir schießen einfach mal Feuerbälle drauf. Das hat noch nie... Alter! Das hat noch nie geschadet. Er war genauso, dass er mich immer trifft. Das war auch richtig schön. Okay, jetzt müsste er diesen Schattenschwachsinn machen. Also er hat... Er hat also bestimmte... Oh, der bestimmte Fahrt.
Er hat ganz bestimmte Phasen, die er dann auf jeden Fall immer zieht. Jedes Mal muss ich wieder in das Menü rein. Gerade habe ich relativ gut gekämpft. Und jetzt ist es alles wieder so, komm schon, Baby. Na gut, ich wusste, dass wir ein paar Versuche hier und da brauchen, aber ich wusste nicht, dass wir hier nicht gehen können, weil ich würde gerne gehen und wenigstens mal ein, zwei Potions mehr kaufen, was uns dann das Ganze hier deutlich erleichtern würde. Okay, perfekt. Wenn wir ihn jetzt hier natürlich direkt auf eine gute Position bringen können. Ah, komm schon! Ach! Oh Gott! Komm schon, Goofy! Schade. Da müssen wir es nochmal ausweichen und weggehen. Also hier ist hinter ihm am sichersten, weil er da nicht weiß, was er machen soll. Goofy weiß auch noch nicht genau, was er machen soll. Ich wünschte, er würde irgendwie wissen, was er machen könnte. Okay, wir kommen besser damit rum. Er hat schon mal weniger Leben als gerade. Aua. Schade. Donald, komm schon! Ich glaube, er wird jetzt wieder dieses Schattenzeug machen, genau. Fuck. Aber dieser Schattenscheiß ist jetzt nicht so schlimm. Er hat mich nicht mehr getroffen. Der hat gar nicht in meine Richtung gehauen. Oh Mann, ey. Ich hasse sowas. Er greift nach vorne an und seine Hitbox geht nach... zur Seite? Ach so, deswegen stehe ich seitlich, damit ich mich dann sicher fühle, obwohl dann null sicher. Komm schon, Sora ist doch ein Held, wir müssen doch weiterkommen. Diese verdammte, vermaledeite Sache. Da bin ich zurück, nachdem ich realisiert habe, dass man doch zurück kann und einfach nur voll durch das Tor gehen muss. Also nicht an jedem Speicherpunkt kann man raus, sondern in manchen Welten entscheidet sich das Spiel dann auch andersrum. Egal, wir wollen nicht so salty sein, lag definitiv an mir oder an meinem Unwissen. Ich habe ein bisschen was eingekauft. Habe auch meine meine Dunkelheitsschäden reduziert. So denke ich zumindest. Und habe hoffnungsvollerweise durch das, was ich jetzt gekauft habe, einen guten, interessanten Schuh, um das Ganze hier so ein bisschen interessant zu gestalten. Oder war die Welt, habt ihr gesehen? Okay. Ja, und hab natürlich jetzt hier, man sieht es. Ich habe jetzt ein bisschen Heilung gekauft, so. Aber trotzdem ist es immer noch... Ohne Konzentration geht hier nichts. Also hauen wir jetzt mal eben ab und holen uns ein bisschen Konzentration, weil solange unsere beiden Schnuckelfreunde hier leben, sollten wir eigentlich in keiner wirklichen Gefahr sein, weil die können die ganze Zeit Damage fahren, während ich hier eventuell versuche zu überleben. Im Moment sieht es ganz gut aus. Warum rege ich mich auf über Dinge? Ich habe mich halt aufgeregt, weil ich... Was ist aufgeregt? Ich war halt erstens im Kämpfermodus. Das kennt man ja von mir, mein Gameface. Und dann versuche ich natürlich, so schnell es geht, auch das zu tun, was von mir verlangt wird. Nämlich sehr gut diesen Gegner auf die Frümse zu rümpseln.
Warum klappt jetzt die rote auf einmal auch? Das ist auch so witzig, oder? Komm! Oh, das war knapp. Mal gucken, was er sich jetzt noch einfallen lässt, um uns zu nerven. Auf jeden Fall erstmal wieder Schattenschäden. Donald macht hier aber einen guten Schuh und Goofy steht auch wenigstens vorm Gegner, wenigstens halbwegs, aber wenigstens halbwegs. Das ist schon mal ein positiver Nebeneffekt hier. Das war knapp. Komm, einmal müssen wir noch. Wir gehen hier schon mal auf die Items. Ja, hier, ich selbst. Haben wir, first try, wie es so schön heißt. Natürlich first try. Was denn sonst beim Ustra? Inferno-Wall erhalten. Thus I do hereby dub thee Junior Heroes and confer upon thee full rights and privileges to participate in the games. Further... Hey, what do you mean Junior Heroes? You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. So, what does it take? Well... That's just something you'll have to find out for yourselves. Just the way that I did. No problem. We'll start by proving ourselves in the games. There ain't gonna be any games for a while. Gotta clean up the mess from that last battle first. Okay, we'll be back. I still can't believe that Squirt actually beat Cerberus. Herkules, das ist gruselig, wenn du die ganze Zeit so wegwinkst. Between us, I'd already worn Cerberus down by the time the little guy jumped in. My lips are sealed. Natürlich machst du das, Herkules. Nimm mir doch diesen Moment des Ruhms. Heldenlizenz bekommen. Außerdem ist der Cloud. Ich hoffe, mit dem muss ich mich nicht nochmal prügeln. Aber für diese Folge war es das erstmal von Kingdom Hearts. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon sehen werdet. Meine Folge war bis zu diesem Zeitpunkt etwa 49 Minuten lang. Also, ihr werdet wahrscheinlich ungefähr die Hälfte sehen. Ich habe sehr viele Tries gemacht, bevor ich realisiert habe, dass ich doch mal aus dieser Tür versuche rauszugehen. Und beim nächsten Mal geht's hier weiter mit Kingdom Hearts. Also freut euch drauf. Bis dahin, ciao.